Okay, dann darfst du anfangen. Ich soll anfangen. Na gut. Ich habe gar keine Ahnung. Ja. Was soll ich denn sagen? Ja, das Übliche wie immer. Ja, hi Freunde. Moin. Da sind wir wieder. Und heute starten wir mal mit unserem groben Rundflug über die Fraktion in 40K. Sehr gut. Ich bin ja nur grob vorbelastet. Genau. Das heißt, ich werfe mein Halbwissen gleich einfach wahllos dazwischen, wie ich das immer mache. Ich wollte sagen, wie immer. Genau. Mein Halbwissen wird ja langsam wieder besser. Steigerst du dich langsam? Ich hasse das. dass du reinkommst? Irgendwas Neues und dann denkst du so, okay, das liest noch und das noch. Und ja, guck mal, das auch noch ein bisschen was. Ja, das ist so. Und dann kommst du so Computerspiele. Ne? Ne? Ja. Ja, hatten wir ja gesagt, es gibt viele Möglichkeiten einzusteigen. Ne? Ja. Aber das Beste ist natürlich in dieser Reihe. Ja, also deswegen sitze ich ja auch hier, weil ich will ja mal lernen. Ach so. Ein Lerntutorial. Also ein bisschen schon. Ja, und ich habe gedacht, wir starten mal mit den, ich sag mal, vermeintlichen Good Boys. Den Tyranniden? Ja, genau. Nein, also mit dem Imperium und den Space Marines. Also es gibt ja vier Oberfraktionen, wenn man sich so die GW-Homepage auch mal anguckt, produkttechnisch. Einmal ist es das Imperium, einmal sind es die Space Marines, quasi als eigene Kategorie. Warum, wird gleich klar, wenn wir sehen, wie viele verschiedene Orden es da gibt. Das Chaos und die Xenos. Ja. Ja. Und deswegen habe ich mal so die gute Seite, die vermeintlich gute, mit Imperium und Space Marines aufgegliedert und Chaos und Xenos in das nächste Video mit hin. Ja, sehr cool. Bad Boys oder andersartigen oder wie auch immer. Mhm. Ja, womit sollen wir starten? Imperium. Imperium, alles klar. Also es gibt, jetzt wollen wir mal gucken, 2, 4, 6 Unterfraktionen, die alle im Imperium aufgeschlüsselt sind. Angefangen mit den Adepta Sororitas, das sind die Kampfnonnen, ja. Dieser reine Frauenorden, die quasi so ein Hybrid sind aus einem Space Marine und einem normalen imperialen Soldaten. Warum? Weil die eigentlich von der körperlichen Statur her nur wie so ein normaler Mensch sind, nicht wie so ein hyper genetisch verbesserter Space Marine. Aber die tragen auch diese Servorüstung. Das heißt, die haben quasi im Spiel quasi einen genauso guten Schutzwurf wie ein Space Marine. Und auch Bolter. Das ist ja eigentlich auch die Standardwaffe der Space Marines. Zum Bolter, wer das noch nicht kennt, ich war etwas verwirrt, das sind Raketenwerfer. Nein, das sind keine Raketenwerfer. Ja, das sind Ladungsgetriebene. Also jetzt nicht nur normal, dass da das sind Explosivgeschosse. Ja, aber es ist kein Raketenwerfer. Nein, weil den gibt's ja auch nochmal. Das ist ja mini-raketenförmlich, ja, wie das Ding also verschießt. Also die sind schon ein bisschen Banane, ne? Ja, Bolter sind schon krasse Waffen. Genau, man darf das halt nicht denken. Also das war so mein erster Gedanke, ja, ist halt irgendein Maschinengewehr. Nein, das ist schon Mini-Raketen gefühlt. Maschinengewehr mit Bums, ne? Ja. Ja, was macht die so besonders? Also ich habe gerade schon gesagt, reiner Frauenorden. Extrem fanatisch, passt glaube ich ganz gut. Imperatorgläubig. Das heißt, die gehen auch so ein bisschen in eine, ich sag mal, Inquisitionsrichtung. Verbrennt den Ketzer, alles was nicht zum Imperator ist. Also so hell-dunkel, ja. Wenn du nicht für den Imperator bist, bist du dagegen und gehörst verbrannt. Das heißt, die setzen halt auch gerne Flammenwaffen und Melterwaffen ein. Auch auf ihren Fahrzeugen. Die haben auch so Kampfläufer, ähnlich wie die Dreadnoughts bei den Space Marines, wo quasi auch so Läuterer, also welche, die Buße tun, eingepfercht sind, quasi durch den Tod Erlösung finden müssen. Also du meinst, eigentlich sind es Servitoren auch, oder? Nee, das sind schon tatsächlich Menschen, die da an die Maschinen angeschlossen sind, so ein bisschen wie bei Matrix. Ja, okay, aber die können da auch nicht raus. Nein. Aber die wollen da drin sein, weil sie geläutert werden möchten? Das ist, glaube ich, eine Diskussionssache, ob die das wirklich wollen. Du meinst mangels weiterer Alternativen. Ja, genau. Ich glaube, die hatten nicht so viele Auswahlmöglichkeiten im Jobgespräch. Schade. Also, ja. Sie haben die Bewerbung mit Bravour bestanden, aber ich wollte nicht. Sie haben bestanden. Ja. Klatsch rein. Ja. Genau. Ja, ich will da gar nicht so tief, weil wir machen ja wahrscheinlich dann zu jeder nochmal was Spezielles und dann können wir auch so ein bisschen auf die Modelle und Eigenheiten eingehen. Also Kampfnon. Kampfnon. Ne, Kampfnon mit Space Marines Ausrüstung. Finde ich ja. Fanatisch, Flammenwerfer, Melter. Gut. Glauben. Punkt. Ja. Dann als nächstes kommen die Adeptus Custodes, die Golden Boys oder Shiny Boys, wie sie schon mal heißen. Genau. Fast alle wissen ja, dass Henry Cavill die zurzeit spielt. Ja, das wiederholte man ja überall. Henry Cavill, ja. The Witcher-Darsteller spielt Custodes. Was sind die? Das ist die persönliche Leibgarde des Imperators.
grundsätzlich also im Fluff. Und die sind halt nochmal, ich sag mal, größer, stärker und elitärer als Space Marines. Deswegen sind die auch noch, ist das noch kleinerer Zirkel von Kriegern bzw. auch von Modellen im Spiel. Also wenn man sehr wenig Modelle spielen möchte, die aber sehr viel das ist jetzt können, eine Frage, ne? Ja. Wären Custodes auf jeden Fall eine Option. Das heißt also, wenn du nicht so viel Geld ausgeben möchtest oder so viele Minis bemalen willst, dann schnappst du dir... Und die super, super, super Elite haben möchtest, das sind sie. Ja, wobei ich das immer mit Elite finde ich ja schon immer gut, aber du hast, glaube ich, ganz viel Elite, Elite, der Elite, Elite, Elite. Ja, das ist, sind immer die Champions davon. Also die Olympiasieger, jeder. Elite, der Elite, der Elite, der Elite, der Elite, Elite, Elite. Plus eins. Elite. Elite. Elite, Elite. Genau. Dann gibt es dein neues Steckenpferd, die Adeptus Mechanicus. Ja, sehr spannend. Die, ja, wie soll man das schreiben? Die Robo-Hybriden? Ich würde, das sind klassisch Cyborgs, die nehmen Cyborgs, natürlich den Maschinengott an und der hat ihn ja einen fleischlichen Körper gegeben, um diesen zu verbessern. Und jagen nach Wissen, und zwar allem Wissen eigentlich. Und jetzt gibt es dann natürlich dann noch Strömung. Aber das mit dem Wissensjagen, das war das, was mich so auch so fasziniert hat. Ich dachte so, okay, cool, Wissen um jeden Preis. Schon eine nice Sache. Genau. Also es ist eine mehr oder weniger rein mechanisiert, fast rein mechanisierte Armee. Ja, ja. Marsianer. Marsianer, genau. So Robo-Warrior quasi Style. Ah, aber schon, also was ich spannend finde, ist wirklich so diese Mischung aus Religion wieder. Ja. Und dass sie nicht nur den Imperator anbieten, die haben nur gesagt, irgendwann mal, ja, komm, wir machen Personal. Und passt schon. Messiah und Imperator. Redet ihr vom Imperium, dürft das sagen, das ist ja, schon okay so. Wir meint das Gleiche. Maschinengottes. Verschiedene Worte, gleiches Wort, gleiche Bedeutung. Genau. Was ist bei denen besonders jetzt mal so aus deiner Vergleichssicht? Die haben halt sehr spezifische Waffenoptionen, die es eigentlich sonst wenig Völker haben. Ne, sind sehr spezialisiert und haben eine große Auswahl auch. Also viele Einheiten, hatten wir ja gerade schon im Vorfeld so gesprochen haben, viele Waffenoptionen, wo man viel auswählen kann. Ach so, das ist gar nicht bei allen so schlimm. Das ist nicht bei allen so extrem. Ah, okay. Und ich nörgel schon wieder. Ja, du hast dir wieder ein Extrembeispiel gesucht. Scheiße. Ja, ansonsten, die haben halt so viele Synergien, die überlappen. Ne? Das dann für alle gilt. Und halt ein sehr breites Spektrum an Modellen, das ist eigentlich ganz nett. Kann man sich viel aussehen und also auch so spezifizieren. Also haben wieder das Gleiche gemacht wie bei AOS. Ja, eigentlich schon. Tappst immer in die gleiche Falle rein. Du solltest eine Armee anfangen, nachdem wir diese Videos gemacht haben. Du hast gesagt, ah, Custodes, okay, ich muss nur 20 Modelle malen, fertig. Geil, also das Hans of Behemoth. Haha, ja. Zwei. Scheiße. Ja, ja, aber ist ja schön, dass ihr mal auf das Gleiche reinfallt. Ja, wäre auch langweilig. Andersrum liegt ja vielleicht dann auch an meiner favorisierten Sache. Also, und Strange halt auch immer so ein bisschen perfide. Ein bisschen quasi immer gefährdet zur Dark Side, ne? Ja, sowieso, ja. So ein Grenzgänger. Ja, ja. Das sind jetzt nicht so die ganz loyal oder ganz astrein, sondern wenn man sagt, das könnte jetzt auch kippen. Ja, finde ich gut. Ne? Man munkelt, es gibt ja auch ein Dark Mechanicum. Nur ein Mechanicum. Ja, nur Mechanicum. Ja, aber einfach mal als Kontrast. Ja. Dann heißt halt Mechanicum nicht Dark Mechanicum, dann nicht Mechanicus. Ja, dann führt GW noch eine Fraktion auf, die ich aktuell so nicht als richtige Fraktion sehe. Sind die Agenten des Imperiums, wie es heißt. Habe ich noch nicht mal gehört. Ja, da sind nämlich auch nur drin die vier Assassinen, die es gibt. Die gibt es auch schon sehr lange und die konnte man quasi immer zu so einer Imperiumsarmee auch separat dazu buchen. Kann es sein, dass sie die gerade in Chaos Gate, in einem Computerspiel, eingeführt haben als Add-on? Ich glaube ja. Boah, keine Ahnung. Also es gibt vier Stück, ne? So ja. Einen so einen Sniper, einen Psioniker, einen Nahkämpfer und ich weiß gar nicht mehr, was der vierte nochmal so an Spezialfähigkeiten hat. Mechaniker. Bestimmt. Luftballons aufblasen. und ein paar Inquisitionsmodelle, weil es gab, früher gab es mal eine Inquisitionsarmee, beziehungsweise da war das auch so ein Hybrid mit den Adeptus Auritas. Mhm. Ja, da sind aber die Auritas relativ groß gemacht worden und Inquisition ist eigentlich so außen vor gewesen und jetzt führen sie es als eigene Fraktion. Nach den neuen Regeln kannst du sie sogar so aufbauen, weil also du ja nicht mehr diese Standardeinheiten, du hast nicht mehr dieses Korsett, du brauchst so und so viele Helden, so und so viele Standards. Das hast du nicht mehr, aber ich glaube, die ist trotzdem sehr imbalanced. Das heißt, die Agenten sind, ich sag mal, Inquisition und Agenten. Und Assassinen. So, und Assassinen. Genau. Also so dieses, alles was so ein bisschen, ich sag mal, verdeckt operiert. Also ja, genau. Und wirklich eher sehr spezialisiert. Das heißt, für mich sind das immer noch mal so eher Modelle, die du in deine bestehende Imperiumsarmee irgendwo integrierst, weil du sagst, ich brauche jetzt diesen Super-Sniper oder den Psioniker oder ähnliches. Das heißt, die kriegen auch keinen eigenen Codex oder so?
Okay, also würde mich jetzt wundern. Ja, genau, aber das, deswegen habe ich von denen auch noch nichts gehört. Ja, nee, eher ein Schattendasein. Mhm. Ja, dann springen wir einmal, machen wir einmal noch die Imperial Knights. Die finde ich cool. Also große Kampftitanen eigentlich. Das heißt, auch wenige Modelle zu bemalen, theoretisch. Ja, anstrengend aber zu magnetisieren und teuer. Ja, teuer auch. Ja. Aber ich wollte halt einen haben, jetzt habe ich einen. Ja. Ich werde keinen zweiten haben. Nee, nee, krass, das ist krass. Ja. Aber, also einfach mal zum Größenvergleich. Ne? So ein normaler Astra Militarum-Kerl ist ungefähr so groß wie die beiden Handys. Genau. Und glaub, ein Knight ungefähr... Wie bei 2000. Also ja, sogar noch so ein Ticken größer, oder? Ja, so etwa. War der. Ich hatte also, jetzt eine Woche lang die sind schon, es passt auch so vom Volumen her, ne? Und dann noch die Arme dran. Ja. Also das wäre die günstige Variante. Zwei Tassen aneinander, kleben Arme. Kitbash Knight. Das ist mein Imperial Coffee Knight. Also die sehen schon cool aus. Und so eine Knights-Armee auch. Ne? Dann gibt es halt noch diese, ich sag mal, etwas kleineren Lancer Knights. Lancer heißt die, glaube ich. Ja, die Glaiver und... Lancer? Ja. Ich hab mir die jetzt einmal angeguckt. Alles klar. Aber die Lancer. Finde ich schon cool, auch als eigene Armee zu spielen. Ja. Erinnere mich tatsächlich dann an Sons of Behemoth. Weil das ja, genau, es ist quasi wie ein AOS. Wenn die jetzt noch einen Titan dabei haben. Water Titan, ja. Also die sind natürlich beeindruckend. Ja. Auch die. Die Frage ist, wie taktisch flexibel die sind. Ich würde keine ganze Armee davon spielen, glaube ich. Genau. Also es gab früher in der 9. am Anfang waren die mal eine Zeit lang richtig, richtig stark. Mhm. Da waren die absolut overpowered. Da hast du. Also wenn du gegen Knights gespielt hast, dann wusstest du schon, alles klar, komm. Ich baue nicht auf. Die haben unendlich viel Schadensoutput. Also was ich jetzt gesehen habe. Also der Schadensoutput ist heftig. Das haben die, und die hatten dann halt früher hatten die noch so ganz krasse Sonderregeln. Erstmal waren die schon eh schwer zu vernichten. Und dann gab es irgendwie einen Strategy für einen Punkt. Konntest du den auf dem 3+ wiederholen mit vollem Leben. Und du sagst so, cool. Unverhältnismäßig. Der baut sich selber wieder zusammen. Ja. Du brauchst nicht mal einen Tech-Priest. Deswegen, das war eine Zeit lang war das richtig krank. Also da hat es keinen Spaß gemacht. Jetzt in der 10. weiß ich es noch nicht, aber ich stelle es mir halt immer schwierig vor, weil du stellst natürlich auch nicht viele Modelle auf. Ganz klar. Ja, du stellst wahrscheinlich einen Knight auf, zwei Lancer und vielleicht noch einen. Ne, also je nach Spielgröße. Ne? Also bei einem 1000-Punkt-Spiel kannst du vielleicht zwei Knights und zwei kleine spielen. Bei 1500 vielleicht drei Knights und zwei kleine. Je nach Ausstattungsmerkmal. Ja, ich wollte gerade sagen, die Knights kosten so um die 400 bis 600 Punkte. Ja, ja, ja. Also wenn du jetzt nicht so Vollversion nimmst. Ne? Ja, und last but not least. Die Abermillionen und Milliausend von normalen Fußsoldaten des Astra Militarum. Kanonenfutter. Meat Shield, Kanonenfutter, ja. Ja, die sind immer, in den Storys ist es immer die Grundfeste des Imperiums. Die Millionen und Abermillionen von Soldaten. Nur weil die sich keine Backsteine leisten können, um ihre Boiler zu bauen. Wenn da sind noch ein paar Soldaten, pack die mal übereinander. Blut und Kadaver der Soldaten. Einfach ein bisschen pressen. Wurden viele Imperien aufgebaut. Ne? Das ist echt. Ja, das ist schon heftig. Also, aber das ist natürlich so eine der Schlüsselfraktionen auch. Ne? Ich meine, das ist auch vielleicht, glaube ich, für viele immer so ein guter Einstieg, weil das greifbarer ist als zum Beispiel jetzt mal Tyrannid, so total abwegige Alien-Monster. Wobei ich das gerade gut finde, genau das Beispiel Astra Militarium und Tyranniden. Da gibt es so einen wunderschönen Film, für dessen Namen ich glaube schon wieder vergessen habe. Wie heißt der nochmal? Starship Troopers. Starship Troopers. Das ist eigentlich Astra Militarium gegen Tyranniden. Das ist der beste Film. Also danach habe ich auch wieder mal Astra Militarium angefangen. Nein, also es ist natürlich, es ist eine menschliche Rasse, ja. Die jetzt nicht irgendwie abgespaced ist. Die haben auch Panzer, die ein bisschen wie unsere Panzer aktuell aussehen, ein bisschen mehr Sci-Fi, aber nicht so komplett abgedreht. Mhm. Wenn du so Elder anguckst, das ist ja komplett so... Out of nowhere, ne? Also das kannst du gar nicht mit irgendwas jetzigem vergleichen. Das ist ja auch Xenos. Genau, und Astra Militarum, das sind halt Menschen und normale Panzer und Flugzeuge, die wie Flugzeuge aussehen. Das ist also, da kommst du näher ran und da ist natürlich dominant viel Panzer und viel Menschen einfach. Ne? Also Masse, da spielst du eine Masse. Also wenn du wenig Miniatur bemalen willst, solltest du da einen großen Bogen drum machen. Sei denn natürlich, du stehst also vielleicht auch auf das klassische Militärspiel, vielleicht ist das dann auch mal eine Sache. Ne? Genau. Das ist dann, wenn dir das andere zu abgespaced ist, ist das vielleicht der Einstieg, wo du das. Ich finde das Spielsystem gut, aber die Minis oder Fraktionen sind mir teilweise ein bisschen weird. Dann nimm das, das ist bodenständig, was das angeht. Ja. Okay, das war das Imperium ohne die Adeptus Astratis. Wie sie ja offiziell heißen, die Space Marines. Ja, das ikonischste von allem, was Warhammer 40k zu bieten hat. Das ist, glaube ich, das Wiedererkennungsbild, ne? Den blauen Ultramarine irgendwo mit irgendeiner coolen Pose. In irgendwelchen Spielen. Ja, eigentlich sind das immer die
Das sind ja halt die Posterboys. Ja. Ja, ist so. Ja, muss man nichts drum sagen. Deswegen haben die auch eine eigene Kategorie gekriegt, beziehungsweise auch, weil es halt unglaublich viele Orden gibt. Also Unterfraktionen, Orden. Ja, und mittlerweile auch die Produktrange von GW da sehr groß ist. Ja, ich fand das sehr spannend, da mal reinzugucken. Vor allem am Anfang sagt man, oh ja, kannst auch dein eigenes Chapter und so machen. Ja, ja. Und dann siehst du diese riesigen Listen. Ja. Also mein erster Kontakt damals mit Space Marines, wo mich darauf angesprochen habe, das wäre, war zu meiner Schulzeit. Ich hatte eine Webseite gemacht, Dark Angels. Hm. Aber ich kannte die noch nicht. Ja. Und dann, ey, spielst du Warhammer 40k? Ich so, nee, wieso? Ja, weil du hier eine Dark Angels-Webseite gebaut hast. So, okay. Also Dark Angels ist eine der Unterfraktionen, genau. Eine so eine Ordnung. Genau, das war dann, da war ich komplett raus. Ich bin so, hä? Nee, eigentlich nicht. Was willst du von mir? Ja. Aber der hat es auch nicht weitergetrieben, als ich das gesagt habe. Hätte er es wahrscheinlich weitererzählt. Das ist so schön genau. Ein Thema. Warhammer 40k hatte ich, also kannte ich schon, aber hä? Ja, also ich glaube, genau. Special ist auch mal der Berührungspunkt. Das sind auch häufig die Testminis, die du kriegst zum Bemalen oder die in diesen Painting-Starter-Sets auch drin sind. Die Dark Angels. Nee, also Space Marines allgemein. Space Marines allgemein, ja. Ne, und dann wird häufig, ist ja am Cover irgendwie ein Ultramarine-Schema. Ja. Also blau. Blau sind die Ultramarines. Wer war denn früher? Waren noch nicht die Ultramarines immer drauf? Waren da nicht so? Also doch, ich sag mal in 80% der Fällen. Weil früher gab es auch nicht so viel Spezifikationen. Dann gab es mal Blood Angels eine Zeit lang sehr stark. Genau, Dark Blood Angels gab es. Ja. Black Templar waren, glaube ich, schon immer so ein bisschen nischi. Ich weiß noch, es gab mal so ein paar White Scar Boxen, aber ganz weniger nur die Viker eigentlich, glaube ich. Ja. Jetzt hast du schon ganz viele Sachen gesagt. Ja, schon ganz viele. Also, was gibt es, jetzt müssen wir ein bisschen durch die Unterfraktionen rushen. Also, okay, erstmal, was ist ein Space Marine? Ein Space Marine ist ein genveränderter Mensch, menschartig, also genetisch super verbessert, Supermensch, Hypermensch, technisch bestens ausgestattet, Elitekrieger, Loyalität eingepflanzt, Only in Death Duty Ends, ne? Genau, also, die haben auch zwei Herzen und so. Zwei Herzen, also, die sind extrem. Zwei Lungen, glaube ich, oder mehr. Oder also die haben, das ist jetzt nicht nur, ich sag mal, bessere Optik drin, sondern die haben einiges. Also irgendwie ein Space Marine ist allein so stark, glaube ich, wie fünf Menschen oder so. Ja, und irgendwie 2,40 Meter groß. Gefühlt. Ja, ja, 2,5 Meter ist der quasi, ja. Also im Vergleich. Rüstung dann, ja. Ja, ja, ich glaube sogar auch mit oder ohne. Ich glaube sogar schon fast ohne. Ja, gibt auch ein cooles Ankleidevideo. Also guckt mal auf YouTube, das ist richtig geil eigentlich. Echt? Ja, ja. Kennst du das nicht? Nee. Ja, ich zeig dir das gleich. Ich zeig dir das gleich, das ist wirklich episch. Ja. Also, how to be a Space Marine. Also, okay. Das ist schon krass. Ja, es gibt ja auch immer so Cosplays, wo du schon siehst, wie groß das ist, wenn die das einigermaßen realistisch machen. Habe ich letztens ein paar geile Cosplays gesehen. Space Marine, Adeptus Auritas, so eine ältere Dame, die das gemacht hat. Das habe ich auch gesehen. Boah, mega. Das gut. Ja. Richtig. Das habe ich auf Instagram, aber. Ja, das, genau, da hat mir das schon geschickt, hat, glaube ich, hast du mir das geschickt? Dann hat weil, aber ich habe das Bild auch gesehen. Das war mega. Das war super. Aber wir driften wieder voll ab. Okay, egal. Also, aber Space Marines, es gibt halt unheimlich viele Orden. Wie du gerade schon gesagt hast, es stand auch früher häufig irgendwo drin, so nach Motto, bau dir deinen eigenen Orden. Dann gab es da mal mehr oder weniger konkrete Regeln, was der beachten muss. Und es gilt halt quasi auch immer, dass selbst wenn du sagst, ich nehme hier zum Beispiel Blood Angels, kannst du auch von den Blood Angels wieder einen Unterorden machen. Ja. Und das dann halt auch in der Farbe variieren und so weiter. Also du bist da unglaublich frei, aber GW hat natürlich auch einfach geguckt, ja, wo kann ich Sachen verkaufen und hat halt das ein oder andere Chapter schon mal ein bisschen gepusht. Ja, ja, genau. Und eine eigene Modellreihe rausgebracht oder einen eigenen Codex. Ja. Ja, das ist ja auch mal das, wo die Leute dann sagen, ja, ich spiele ja vielleicht gerne meine, weiß ich nicht, ne? Unterfraktion der Unterfraktion, aber wenn ich keine Regeln habe, ist das blöd. Ja, mach dann auch den Fluff weg. Also du brauchst ja auch den Fluff wieder, genau. Also den ganzen Lore drumherum, damit du dann dich auch damit identifizieren kannst. Das es gab ja, zum Beispiel auch jetzt nochmal im Sprung zurück bei Astra Militarum, es gab ja früher ganz viel aus Zinn, auch so eigene Regimenter, die es ja nicht mehr gibt, von speziellen Welten. Ne? Ja. Die Valhallaner von der Eiswelt, die Talaner von der Wüstenwelt. Und die hatten früher in den alten Regelbüchern, gab es immer nochmal eine Spezifikation, dass das, ich spiele Astra Militarum, aber Unterfraktion Talan und dann können die das und das, ja. Was so ein bisschen fluffy war. Das haben sie leider auch rausgekegelt. Ich meine, klar, die Modelle gibt es seit Anno Tobak nicht mehr. Mhm. Die haben unheimliche Händlerpreise oder Hobbyistenpreise. Aber das ist natürlich ein bisschen schade. Und das fehlt hier dann stellenweise auch. Dafür muss ich sagen, gibt es aber schon echt viele Unterfraktionen an Space Marines so. Ne, wenn man guckt, ich weiß gar nicht, 13 Stück oder so. 2, 4, 6, 8, 10, 12 Stück und Space Marines als allgemeines. Also man kann ja auch einfach nur Space Marines spielen. Ja, ohne aber Orden. Ist auch gut. Also ja. Bisher wieder beim eigenen. Genau, okay. Ja, wenn du sagst, das eigene. Also es gibt halt, ne, ganz generische Space Marines. Und da einfach mal zum Vergleich.
Also das ist natürlich was, da gibt es echt viele Produkte, viele Einheiten. Also ich meine, unter dem normalen Keyword Space Marines gibt es 93 Produkte, die GW anbietet. Mhm. Agenten des Imperiums, nochmal eben zum Vergleich, 17. Ja. Und da sind dann schon sowas wie die Indexkarten mit bei, also musst du runterrechnen, das sind vielleicht 16 Modelltypen. Ah, okay. Ja. Ja. Dann gibt es halt Black Templars. Was sind die eigentlich? Wie der Name sagt, das sind wirklich so Templer, die sind so an die Ordensritter ein bisschen angelegt. Das heißt, auch sehr religiös, was du so Adeptus Horitas. Habe ich jetzt. Anbetung des Imperators, ne? Auch, ich sag mal, ganz klares Schwarz-Weiß-Denken. Viel auch mit Schwertern. Die sind sehr nahkampflastig tatsächlich sogar. Bin ich gestern begegnet. Ich habe Adeptus Horitas hier 40k auf der Meta-Quest gespielt. Adeptus Horitas. Und dann irgendwann kommst du auch, dann steht da ein großer Black Templar vor dir. Ja. Und dann stehst du da so. Also das passt, die haben halt auch Einheiten, die heißen dann auch Crusader und Kreuzfahrer und so. Na, also das holt den Fluff schon cool ab. Also es fühlte sich auch gut an. Ja. Also, Schwester, halte dein Feuer ein. Okay, packst die Waffe wieder weg. Na gut. und sind meistens schwarz-weiß gemalt. Ja. Also dominiert schwarz als Rüstungsfarbe. Fand ich aber schon, also war beeindruckend, also sehen gut aus. Ja. Also ich mache. Haben auch, also die haben auch vor 3-4 Jahren gab es eine eigene Box, da gab es wirklich einen richtigen Schwung, weil die waren, ich glaube, 20 Jahre in den Staubkisten überall. Mhm. Und dann kam eine neue Box mit eigenem Codex, das erste Mal. Das cool. Ja, oder das erste Mal, ich weiß gar nicht, früher gab es einen? Ne, ich glaube nicht. Auf jeden Fall, da haben die einen richtigen Boost gekriegt, ne, mit neuen Modellen, Starterbox, also richtig, richtig schick. Gibt tolle Modelle. Was es quasi schon fast seit Anbeginn gibt, sind die Blood Angels, die quasi für den Nahkampf ja brennen, den Blutdurst so ein bisschen. Ich wollte gerade sagen, das waren doch die Blutsauger. Ja, die immer so ein bisschen mit ihrem roten Durst, heißt der Fluch, der sie betroffen hat, seit ihr Primarch getötet wurde, der rote Durst. Manche verfallen dem ja, dann überfällt die schwarze Wut und dann können die nichts mehr außer kämpfen, also die sind im Berserker-Modus quasi. Die sind hauptsächlich rot. In ihrem, merkwürdig. Komisch, in ihrem Aussehen. Wäre ich gar nicht drauf kommen. Ich hätte jetzt eher sowas mit Blau gedacht vielleicht oder Lila. Pink. Pink. Pink Panthers. und die haben sogar noch eine größere Produktreichweite. Also sie haben 107 Modelle. Oder Produkte. Modelle nicht unbedingt nur, sondern sind ja auch Karten zum Beispiel bei. Also da gibt es recht viel und die gibt es schon sehr lange. Das heißt, da ist auch eine große Reihe an Spielern. Also ich habe ja auch Blood Angels als Space Marine Chapter. Weil ich das einfach cool fand, dieses einfach in den Nahkampf stürmen, wegmoschen. Macht sich das spielbar auch bemerkbar, regeltechnisch, dass du sagst, okay, komm hier, wir sind im Nahkampf und jetzt kommt hier der rote Zorn? Der rote Durst, nicht? Es gab jetzt in der 9., ich weiß gar nicht, in der 10. müsste ich jetzt nochmal reingucken, ich habe es nochmal gelesen, in der 9. war es auf jeden Fall so, wenn du mit Blood Angels angegriffen hast, durftest du Verwundungswurf wiederholen und hast, glaube ich, nochmal eine Attacke zugesetzt. Also das war schon... Okay, das ist schon nicht schlecht. Tough. Ja. Also es war fies, wenn Blood Angels in Nahkampf kommen sind. Mhm. Und gerade diese Spezialeinheiten, die es dann nur in dem Chapter gibt, wie zum Beispiel die Sanguinische Garde, um jetzt mal so ein bisschen zu spoilern, das sind so Engelgleiche, die dann auch golden sind, die haben richtig reingehauen. So, und die kannst du dann auch nur spielen in dem Chapter zum Beispiel. Es gibt in jedem Chapter schon mal so entweder besondere Helden oder auch sogar besondere Einheiten, teilweise sogar Fahrzeuge, die du quasi nur spielen kannst, wenn deine Armee dieses Keyword hat. Also du kannst nicht sagen, ich spiele Space Marines allgemein, aber... Weiß nicht, die Sanguinische Garde von den Blood Angels und den einen Cyborg von den Space Wolves, das geht halt nicht. Na, also das ist vielleicht nochmal so ein Pro für eine spezielle Fraktion. Ja, nice. Ja, dann gibt es noch die Dark Angels, hatten wir gerade quasi schon. Die dunklen Engel, die meistens dunkelgrün optisch daherkommen. Die kommen ja von einem, ich sag mal, feudalen Planeten. Da hatten die ihren Erstkontakt mit dem Imperator, da waren die quasi noch so im Mittelalter gefangen. Das heißt, auch da gilt sehr viel so ritterlich, aber weniger Kreuzritter, sondern eher so ritterlich, tugendhaft, beschütze die Schwachen, so in die Richtung. Ne? Also Bretonen. Ja. ja passt an einer Stelle tatsächlich, weil die auch sehr viel mit Bikes machen. Also die haben einen eigenen Ravenwing, der besteht ja nur aus Bikes und Landspeedern. Ja. Die haben einen Deathwing, also die haben so mehrere... unter Spezialeinheiten quasi, oder so Bataillone, besser gesagt. Ein Deathwing, der dann nur aus Terminatoren besteht und die sehen dann auch mal so ein bisschen anders aus. Also der Ravenwing ist zum Beispiel schwarz, der Deathwing ist weiß oder so knochenbleich und sonst sind die eigentlich grün. Das ist auch cool. Eigentlich.
Die haben halt auch so viel optisch dann irgendwie mit so Flügelchen und so Schwertern irgendwo angedeutet. Also es sieht schon, die sind schon besonders. Ja, das hört sich auch cool an. Dann gibt es die Deathwatch, das ist eine der neueren Fraktionen. Ja, das vertue ich mich immer mit den anderen. Mit den Grey Knights wahrscheinlich. Mit den Death Eatern, World, nicht World Eatern. Death Guard? Death Guard. Nee, Death Guard war ja doch. Das ist was ganz anderes. Nee, Death Guard war doch die. Chaos, die Grünen. Ja, genau. Und Mortarion. Aber namenstechnisch vertue ich mich immer. Ja, mit okay. Den Deathwatch und ja. Death Guard. Ja, Deathwatch, finde ich, ist auch so ein bisschen. Würde ich ein bisschen in Klammern setzen. Mhm. Weil, ja, das ist ein eigener Orden. Und der hat auch eine nette Story. Mhm. Deren primäres Ziel ist nämlich eigentlich so die Xenos. Auszulöschen. Ja. Ja, alles, was nicht menschlich ist oder so, gehört vernichtet. Das ist relativ einfach, deren Ziel. Was die ausmacht, die mischen quasi eigentlich. Die setzen sich aus allen Chaptern zusammen. Hm. Also da kannst du ein Bike von den White Scars mit reinnehmen. Also die haben zwar optisch schon ein Farbschema, aber regeltechnisch kannst du sagen, das Bike ist hier von den White Scars, ich nehme hier cool. Den Salamander mit dazu. Und auch die Trupps können sehr gemischt sein. Also was ja früher nicht ging, dass du sagst, ich habe jetzt hier irgendwie vier normale und einen mit Sprungmodul und einen mit Terminator-Rüstung und Bike. Bei denen geht das. Ja, cool. Weil die halt auch sehr Elite-lastig sind. Das heißt aber, dass das, wenn du dich nicht entscheiden kannst. Ja, ja, aber die sind tatsächlich auch nochmal für den Einstieg sehr schwierig, weil dadurch hast du natürlich wieder eine unglaubliche Möglichkeit an Ausstattung. Ja. Ja, weil der Terminator ja andere Ausrüstung haben kann als der normale. Wenn du die jetzt noch in einen Trupp bündelst, dann wird es natürlich nochmal kompliziert zu sagen, ja Moment, der hat aber die Ausrüstung. So hast du es wenigstens, der Trupp hat diese Ausrüstung, dann weiß ich fünfmal das und der Trupp hat das und nicht in dem Trupp, die zwei haben das. Achso, in dem Trupp habe ich nur einen davon. Also das macht schon sehr kleinteilig. Na, also das ist eher so ein bisschen Experten-Level. Nice. Was ein bisschen schade ist, da merkt man dran, dass das so ein, für mich so ein Hybrid ist. Da gibt es halt auch nur wenige spezielle Modelle. Es gibt, glaube ich, so zwei, drei Charaktere und einen Flieger und das war's dann. Jo. Grey Knights gehen in eine, ich weiß nicht, eine ähnliche Richtung, die ergänzen sich ganz gut, weil die Deathwatch möchte ja Xenos vernichten, Grey Knights, Chaos und ich sag mal wilde Zauberei. Mhm. Wilde Zauberei deswegen, weil die selber extrem viel Psi einsetzen dafür, ja, um ihr Ziel zu erreichen. Ja, das habe ich Chaos Gate, also wenn ihr das Spiel spielt, da habe ich das Spiel dann die Grey Knights. Okay. Und was ich cool finde, vom Optischen her, die haben halt diese klassischen Ritterhelme. So genau, die haben klassische umgebaut. Ritterhelme, die bestehen quasi großteils aus Terminatoren. Das ist halt auch schön, wenn man die Modelle mag. Gerade jetzt vielleicht mit den neuen muss man gucken, was da für Grey Knight Upgrades kommen, potenziell. Und die haben nochmal so spezielle Dreadnoughts, so große Ritter auch. Ja. Ne, die dann auch ein riesen Schwert mitführen. Also es sieht schon cool aus. Sind meistens Silber oder Grau, je nach Lore. Also gibt es beide Varianten. Mhm. Entweder Silber Shiny oder eher so ein Silber-Grau, aber matt. Genau, können extrem viel Psi einsetzen. Also da war es auch so, dass eigentlich jede Einheit Psi kann. Ja, vor allem unterschiedliche Weisen. Also das kriegst du im Spiel auch mit. Ja, ja. Wenn du kein Psi einsetzen darfst, gibt es als Herausforderung, sind die wirklich nicht mehr so gut. Ja, tatsächlich, da ist jetzt die Frage, neuere Edition, es gibt keine klare Psi-Phase mehr. Und wenn du das jetzt als Schussattacke machst und dafür was anderes nicht schießt, muss man gucken, ob das aufhebt. Ja, dann eine etwas kleinere Fraktion, oder die nächsten zwei, drei sind ein bisschen kleiner, Imperial Fist. Habe ich bis jetzt nur mal gehört. Ja, sind meistens gelb. Und sind quasi die Spezialisten, so in-game, aber auch lore-technisch, irgendwas zu befestigen oder zu halten. Na, also deswegen haben die in der Lore auch die Aufgabe, Terra zu befestigen und zu beschützen. Ja, weil die da die absoluten Profis drin sind. Okay. Haben, ich glaube, ein, zwei Charaktermodelle extra. Und sonst war es das. Die hatten auch in der letzten Edition keinen eigenen richtigen Kodex, sondern ein sogenanntes Supplement. Ah, okay. Was natürlich echt wieder bescheiden war, weil du brauchtest den normalen Space Marine Codex und dann das Supplement, um die extra Regeln und die zwei, drei extra Modelle da zu haben. Ne? Und sonst war immer so, du kannst die Modelle aus dem Battleturm Codex spielen, bla bla bla. Ne, das ist aber nervig. Das ist also, nervig. Das wäre ja doch so ein Download-Ding eigentlich. Ja. Mal gucken, aktuell mal gucken, wie es bleibt. Ne? Naja. Ähnliches bei den Iron Hands, genau das gleiche. Habe ich auch noch nie gehört. Die habe ich noch nicht gehört. Iron Hands. Schwarz, schwarze Rüstung, schwarz-silber, stehen total, also die gehen so ein bisschen in Ad-Mac-Richtung, stehen total auf Waffenspezifikation und Verbesserung. Hm. Ja, aber wahrscheinlich würden die nicht
ganz so viele Grenzen überschreiten wie AdMac dafür. Ja. Also ich glaube, sie wird wenig proaktiv, ich sag mal, sich Körperteile abschneiden, sondern immer versuchen, um die Körperteile rum zu verbessern. Mhm. Ja. Die heißt genauso, die haben irgendwie einen, also da kannst du den Primarch noch spielen, das ist ganz cool. Und sonst haben die, glaube ich, gar nicht viele Besonderheiten. Also ein, zwei Charaktermodelle Ende, ne? Mhm. Das gleiche wie bei den Fizz. Aber das finde ich sowieso als großen Unterschied zu AOS, also dass viel weniger Charaktere gefühlt. Also viel weniger. Ja. Ja, definitiv ist so. Also Space Marines wäre jetzt nochmal eine Ausnahme, einfach weil es so unglaublich groß ist und da natürlich auch sehr viel Story hintersteckt. Ne? Mhm. Wenn du so ein bisschen mit der Lore auseinandersetzt oder mit den Büchern, was es so gibt, da ist natürlich sehr viel Space Marine-lastig, weil das die Posterboys sind. Das heißt, dann taucht da auf einmal hier ein Charaktermodell, auf da ein Charaktermodell. Aber wenn du jetzt zum Beispiel AdMac nimmst, die haben sehr wenige, die Zoritas haben auch, ich glaube, 5 Charaktermodelle, also wirklich so mit Eigennamen auch. Ja, ja. Also da ist nicht so viel. Raven Guard geht genauso wie Imperial Fist und Iron Hand. Raven Guard sind so ein bisschen die Navy Seals, also so ein bisschen die Spezialisten, ne? Die eher heimlich hinter den feindlichen Linien irgendwelche Fallen stellen und sowas. Mhm. Auch meistens schwarz-weiß als Farbschema. Können die dieses Fallen stellen? Ist das auch spieltechnisch drin? Also das war tatsächlich in der 9. Edition, konntest du was machen? Wobei auch der Effekt nicht so riesig war. Ja, das du konntest halt, so glaube ich, irgendwas beim Minen oder so, so ein Missionsmarker quasi den Gegner madig machen. Aber das ist, also, wenn das so ein Einmaleffekt ist, finde ich das so, naja. Ne? Aber bei den Imperial Fist war es besser, wenn die sich irgendwo, wenn die im Gelände waren, ne, ja. Thema sich in Befestigung, dann haben die irgendwie was auf ihren Bolter gekriegt. Ich glaube, 6 sind explodierten, das heißt, dein 6er war noch ein Treffer. Ne? Und dann hast du die nur mit Boltern gespielt. Ja. War zum Niederweinen. Ja, dann gibt es auch noch so ein etwas, ich sag mal, so ein unterlegenes Chapter, ne? Weil auch nur mit Supplement zuletzt Salamanders. Von denen habe ich bis jetzt Folgendes gehört, und du kannst das ja mal bestätigen. Also ja? Ich habe gehört, das sind so die Menschenfreunde. Und korrekt. Die mögen eigentlich alles, was so kreucht und fleucht und möchten das gerne beschützen und lieb haben. Solange es nahezu menschlich ist. Ja, das bräuchte ich. Also menschlich, ja, klar. Oder halt auch zumindest irgendwas, was Menschen nutzen können. Genau, also das ist tatsächlich so deren Kernbotschaft, würde ich sagen. Das ist so das Vertreter. Ist das Pudelskern, ja. Also Salamanders, hellgrünes Farbschema, ne, sind besonders gekennzeichnet, ähnlich wie die Zoritas. Die lieben Flammenwaffen und Melter. Ja, das haben die quasi überall drin. Und genau, die wollen die Menschheit beschützen. Das heißt, da ist auch immer mal wieder dieser innere Konflikt zu sagen, ja, taktisch macht das vielleicht Sinn, jetzt hier dieses Dorf zu opfern, aber ne, unsere Ehre als Space Marines und Salamanders verbietet uns das eigentlich wehrlose. Also das heißt, wenn du wirklich die Guten spielen willst, spielst du wirklich, würde ich sagen, ist das noch die reinste Fraktion. Jetzt werden mich vielleicht die anderen wieder lünchen, schreiben, nein, Ultramarines oder hier Space Wolves oder so. Könnt ihr gerne machen. Schreibt gut. Warum? Ihr meint, ich glaube, Salamanders sind immer noch die reinsten. Ultramarines werden an zweiter Stelle und ich sage auch gleich, warum. Vorher kommen noch die Space Wolves. Die sind auch, die gibt es auch schon sehr lange. Das ist auch eine der großen Fraktionen. Ach, die waren doch von irgendeinem Ulfric-Eisplaneten. Fenris. Fenris, ja, genau. Ja, also ganz, ganz viel nordische Mythologie mit drin. Ja. Ja? Also viel so das Wolf-Thema, Runen. Space Vikings. Space Vikings trifft es eigentlich ganz gut. Haben halt auch Wölfe als Reittiere, Wölfe als Kampfwaffen und Wolf-Mensch-Hybriden. Ja, also ich finde es wirklich lustig. Die sehen cool aus und die haben auch viele, viele Modelle, also du hast eine große Auswahl. Und die kannst du, glaube ich, auch gut spielen. Klar, nehmen wir mal einen hoch, runter. Ja. Aber wenn du dich so ein bisschen mit den Eigenheiten vertraut gemacht hast, also ist natürlich auch sehr nahkampflastig. Ja. Aber ich mag das Flair. Ja. Durchaus, das ist cool. Und die haben meistens so eine grau-bläuliche Rüstung. Ne? Das ist so eine Mischung aus den beiden. Ja. Ja, dann kommen natürlich die Ultramarines, die Poister Boys. Ja? Die von Blau. Ultramar kommen. Die kommen von Ultramar. Das fand ich das Lustigste. Ich dachte immer, die heißen so wegen dem Blau. Nein. Und dann haben die gesagt, ja, der Planet heißt Ultramar. Ich wette, die haben einfach nur irgendwas Blödes gesucht, ja, damit sie das Blau die heißen, in dem Planeten kriegen. Nicht nur wegen der Farbe so, ne? Nein, die kommen nämlich von Ultramarin. Ja, das sind halt die Space Marines, denen man wahrscheinlich am ersten begegnet. Ne? Das Farbschema, dieses klassisch Blau, die zeichnet halt aus, die sind halt auch sehr organisiert.
ne, deren Primarch Robert Gilliman, oder der Gulliman, wie er so schön genannt wird. Also Gulliman. Ist der Oberstratege. Hey, Mr. Gulliman. So was anderes. Lili. Jetzt sind wir wieder beim Zumba-Video. die haben halt viel so Taktik, auch im Game. Hm. Ne, die haben irgendwie zum Beispiel die Sonderregel gehabt, dass wenn du dich zurückziehst, darfst du noch schießen und triffst nur um einen schlechter. Normalerweise darfst du gar nicht schießen. Ja, wobei so, also gerade so Deckungsfeuer oder so in der Richtung finde ich natürlich schon ziemlich cool. Ja, also das passt bei denen. Das sind halt die Superstrategen, ne? Das merkst du ja auch. Die sind natürlich auch da sehr, sehr kodextreu, ja, für die Space Marines. Sind für mich aber trotzdem nur an zweiter Stelle, wenn wir jetzt nochmal in die Diskussion verfallen, weil die trotzdem, wenn es einen strategischen Vorteil gäbe, das Dorf opfern, die Salamanders nicht. Ja, aber es ist ja logisch, wenn sie so strategisch und taktisch vorgehen, dann haben sie gar keine andere Wahl, außer das zu tun. Genau. Und bei den Ultramarines gibt es halt auch nochmal ein paar Sondermodelle neben den Charakteren, aber nicht so groß wie zum Beispiel in Space Wolves. Mal für mich so als Frage, wenn wir jetzt hier die tolle Leviathan-Box hatten, was ist das da drin? Sind das Ultramarines? Die sind generisch. Das sind generisch. Die sind in allem spielen. Ja. Das ist cool. Das ist klug gemacht zum Glück. Hat GW auch schon mal anders gemacht, dass sie sich zu sehr spezialisiert haben. Wenn du sagst, ich packe da Black Templars rein, dann sagen manche, ja, ich finde ja vielleicht die Tyranniden cool, aber was soll ich mit Black Templars? So. Ja. Und wenn du halt generische Space Marines reinpackst, die kannst du in jeder Farbe malen. Ja. Ne? Kann auch dein XY Hufflepuff-Chapter sein. Oh, ja. Oh, das ist geil. Es gibt die Red Griffins, die sehen ein bisschen aus wie Hufflepuff. Die haben nicht so rot und gelb. Das wäre aber Gryffindor. Nein, das wäre Gryffindor, ne? Dann passt das aber dann passt Gryffindor wieder. Ja, genau. Aber die heißen, ich weiß gar nicht, heißen die Holy Griffins oder so? Auf jeden Fall rot und gelb im Karo. Salamanders wären dann Hufflepuff eigentlich. Ich finde, Salamanders klingt aber cooler als Hufflepuff, als Chapter-Name. Die Idee ist gut. Und was stellst du aus? Ich werde meine Space Marines auf dem Markt, die Hufflepuff. Das Chapter Hufflepuff. Weil das ist ja eigentlich wirklich mal so für so ein Bemalding, so jeder so fünf Miniaturen an die Potter-Häuser oder wenn so. Wir jetzt gerade eher abdriften, ich habe mal was Witziges gesehen, wo jemand Space Marines bemalt hat im Design von berühmten Logos oder ähnliches. Cool. Ja, also dann wie Dr. Pepper-Dose quasi auf dem Marine. Nee, oder hier dieser Ice-Team mit dieser Kirschblüte drauf. Mhm. Weißt du, dieses türkise Hintergrund. Auf ein Marine gemalt. Wahnsinnig geil. Das heißt so, das mit dem Imperium geht's bergab. Wir sind gesponsert von... Ja, wir sind gesponsert von Dr. Pepper. Ja, großartig. Aber wir haben nur noch einen. Die White Scars. Okay. Das ist relativ einfach. Das ist ein bisschen so, sagen wir mal, mongolisches Reitervolk-Style. Mhm. Halt auf Bikes. In weiß und rot gehalten. Die haben auch einen Primarchen, der heißt Jagatar Khan. Mhm. Na, also da merkt man schon, wo es so Richtung hingeht. Die habe ich mir auch schon mal angeguckt. Die haben aber auch nur so ein Supplement gehabt. Also die haben halt auch nicht viel Spezifikation, außer halt dieses Charaktermodell und dann, ich glaube, nochmal so ein paar Elite-Biker. Mhm. Und dass du die Bikes als Standard einsetzen kannst. Ende. Na gut. Das ist halt auch ein bisschen mau. Wenn die wenigstens von den Bikes während der Fahrt schießen könnten, auch beim Rückzug. Dann wäre das wieder... Konnten die, glaube ich, wüsste ich jetzt nicht. Müsste ich mal gucken. Wenn die das sowas können, das wäre, glaube ich, ganz cool. Das wäre dann durchaus auch taktisch sinnvoll. Also ich finde, die optisch sprechen die mich halt auch an. Ja. Ne? Ja. Da habe ich nichts zu sagen. Ich spiele Reiter voll im Lab. Ja, siehst du? White Scar. Ja, haben wir es. War doch ein paar. Ja. Das waren so die Good Guys erstmal. Das ist eine Menge. Also das andere ist auch weniger, kann ich euch schon mal beruhigen. Es ist halt einfach... Space Marines ist exorbitant groß. Ja, also selbst Imperium, also ich bin jetzt mal so frech, das ist die Liste, ne? Space Marines, Imperium. Ja. Das ist echt, das ist schon, macht sich schon echt was her. Ja. Aber ich finde gerade das Imperium durchaus spannend. Ja, definitiv. Weil das einfach so ein riesiges Konstrukt ist, einfach und was auch so alles miteinander ist. Verwoben. Ja, und auch ganz komisch und verwaltungstechnisch ist da alles im Arsch, also vom Lore, das finde ich halt, das ist wie Deutschland. Wie haben wir das genannt? Verwaltungshedoniten? Nein, ich weiß nicht. Verwaltungshedoniten ist auf jeden Fall... Nee, wir hatten es anders genannt. Willst du noch mal in das alte Video gucken? Ich weiß, was wir meinen. Ja, ich erinnere mich so ganz stumpf. Oder Verwaltungsmutanten oder irgendwie sowas. Verwaltungsmutanten, ja, das glaube ich, ja. Okay. Aber Verwaltungshedoniten gibt dann noch so die Lust da rein. Ne? So, oh, ich kann das verwalten. Oh, ich feiere es so. Ja. Jetzt haben wir alle städtischen Angestellten verloren mit diesem Video. So. Oder dazu gewonnen, wer weiß. Gibt mir was zu verwalten. Ja gut, aber das... Aber wenn wir jetzt schon in so einer schlechten Mut sind, dann können wir... Können wir jetzt was? Schon mal anteasern für das nächste Video. Für die Bad Boys.
Bad Boys. So, Xenos. Und Chaos. Alles, was im Chaos rumwuselt. Ich muss tatsächlich sagen, bis jetzt finde ich Xenos noch am interessantesten. Mhm. Aber ich hoffe, dass mich das Chaos überzeugt. Ja, gucken wir mal. Neuen Video. Das wird dann auf jeden Fall spannend. Ja. Sehr cool, ne? Dann würde ich mal sagen, haben wir es schon wieder. Haben wir schon. Dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.